Der Traktor. Kraftpaket, Multitalent und auch Made in Germany. Vor über 100 Jahren rollten die ersten Fahrzeuge mit Dampfkraft über den Acker. Heute sind sie für die Landwirtschaft, aber auch bei Transport- und Bauunternehmen nicht mehr wegzudenken. Bis jedoch jeder Handgriff am Band sitzt und jedes Bauteil seiner Funktion zugeführt wird, entwickeln die Ingenieure den Traktor am PC und stellen sich hier immer wieder großen Herausforderungen. Doch bis zum Traktor des 21. Jahrhunderts war es ein langer, sehr langer Weg. 1876 macht Nikolaus August Otto die bahnbrechende Erfindung des Viertaktmotors. Aber es vergehen noch Jahrzehnte bis zur ausgereiften Motormaschine für die breite Landwirtschaft. Nikolaus August Otto entwickelte 1876 diesen Gasantrieb und war somit der Pionier für die spätere Traktorenherstellung bei Deutz. Aus einem stationären Gerät wurde über Jahrzehnte schließlich ein Nutzfahrzeug. Vor uns steht die Wiege von Deutz. Und zugleich, was viele nicht wissen, ist das hier auch die Wiege des Ottomotors, des Viertaktmotors und der auch die Revolution, die Motorisierung für die heutigen Pkw nach wie vor gestartet und entwickelt hat. Und Daimler kam dann erst später dazu und hat dann diesen Motor eben in die Pkw eingebaut und auf den Markt gebracht. Für die Landwirtschaft war die Erfindung des Traktors revolutionär, wenngleich die ersten Modelle kuriose Ausmaße und Formen hatten. In Amerika läuft 1894 die erste Otto Gasoline Zugmaschine mit 26 PS, Gewicht 5,4 Tonnen. 1907 wird in Deutschland die Pflug-Lokomotive entwickelt, Vierradantrieb, vor- und rückwärtsfahrend, 40 PS. Der Automobilpflug, Gewicht 3 Tonnen, 25 PS, bei 10-stündiger Arbeit, Benzinverbrauch 196 Liter. Die ersten Zugmaschinen, sogar mit Kabine, erscheinen um 1920 in der Landwirtschaft. Der Dieselmotor im Schlepper.